Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Esdorfer Heide mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen... Nein. Oh Mann. Wir hatten gerade das wunderschöne Thema Fliegel und stabiles Bauen. Mhm. Markus, bitte nicht, wie wir da drauf kommen. Hoppa, so. So, ich habe jetzt mal die Klima angemacht. Ich hoffe mal, das ist, also ich habe schon mal vorher getestet. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu laut. Also ich habe es nicht so laut. Auch nicht, von dem her ist eh egal. Ja, das filtert sowieso OBS ein bisschen raus, aber. Ja? Discord meinst du? Nee, OBS. Aber Discord ja. Auch. Ja, bei dir. Ja, hey, warum bei mir? Ja, in OBS hat doch Discord damit nichts zu tun. Also bei dir schon, aber bei mir doch nicht. Das hörst ja nur du. Weil die Stimme, was ich aufgenommen werde, läuft in mein Mikro rein, dann übers Mischpult und dann in OBS rein. Und wird dann aufgenommen. Ja, kann bei der Hitze auch gut sein, du, also. Kann ich vollkommen nachvollziehen. So, also ja genau, ich habe den Ballwagen nochmal voll gemacht und bin jetzt auch schon gleich bei Agravis. Okay, wir haben rausgefunden, ich darf... Trimax be like, magst du Pizza Ananas? Nee, obwohl, warte. Ich glaube schon. Sympathisch. Ist ja normal, ne? Ist ja normal, ne? Mhm. Du hast, glaube ich, die Mission auch abgeschlossen, irgendwie, glaube ich, habe ich mitgekriegt. Eine, ja. Die eine Dresisch. So, das ist jetzt. Weil ich gehen musste. Achso. Sehr ja, schön. Wenn ich immer so viele Schilder. Johnny ist dreckig. Oh nein! Ja, du, ne? Warum hier? Das Einzige, was hier noch einigermaßen sauber ist, ist der Ballen. Das darf nicht sein, du. Nein. So, der Kanalmarine, der Marin. Sparen wurde weg. Zack. 65%. Nochmal einen weg. Dann dürfte die Mission abgeschlossen sein. Wollen wir die dann einlagern oder wollen wir die verkaufen? Die Silageballen werden wir über haben. Scherben, hätte ich gesagt. Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Oder wollen wir die halt für die Mische aufhalten, für die Kühe? Aber okay, wir auch. Aber wir haben ja nicht mehr Mischforderungen. Oder haben wir? Ja, nee, wir können sie aber nur reinhauen. Ja, aber das lohnt sich nicht so. Wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo einen guten finden. Guten und billigen. Der wo auch gut hinterm Deutz laufen kann. Beispielsweise. Den Standard. Ja, der ist doch auch so teuer, oder nicht? Geht. Wann geht's links rein wieder? Hey Junge, wird das warm unter den Kopfhörern drin? Leck. Ja, ja. Ich war kurz gemutet und ich hab meinen Kopfhörer aufgesetzt schon quasi. Ich hab das tatsächlich immer mal so gemacht, wo es noch kälter das war. Und da ist die Heizung teilweise immer ein bisschen zu dolle gelaufen und da war es mir hier auch ultra warm drin. Ich dann so, ja. Boah, Hetze kurz runter, denk mir so, oh, ist das warm, Alter. Kurz Fenster rausgehebt, ein paar Sekunden gewartet, wieder rein, oh, angenehm kühl. Aber wenn ich es jetzt raushebe, wird es bloß noch wärmer. Also, ist schwierig. Überlagen, So, ich mach mir hier eine Flasche auf und da drin. Ich hab die Idee.
Du könntest in ihr Kopfhörer verwenden. Was meinst du? Könntest in ihr Kopfhörer verwenden. Ah, das ist die Soundqualität scheiße und außerdem also rutschen immer raus. Du hast Probleme, Wurf. Ja, mal. Oder du brauchst diesen einen Kühlschrank da. Und danach den Aufnahme immer. Jetzt kurz reinlegen, let's go. Ab. Nee, ich hab die Idee. Einfach in die, wie heißt denn das? Ohrmuschelhalter? Nee. Ohrmuschel? Diese Stoffdinger halt, die um die Ding rumgänger, ums Ohr. Ja, Ohrmuschelschoner, glaube ich. Oder? Ja, oder so. Ohrmuschel halt. Einfach deine Wasserkühlung reinbauen. Die Idee, Alter. Bist aber nicht flexibel. Hm? Bist du dann flexibel? Nee, denn normalerweise nicht. Wieso? Ja, weil die meisten ranzigen Wasserkühlungen haben harte Hartplastik Rohre. Oder nicht? Wie meinst du jetzt? Ja, die haben Hartplastikrohre, da kannst du dich nicht bewegen. Ach so, du meinst das, wo zu dem Headset hinläuft? Ja, ja, das. Ach so, das meinst du? Ach so, das meinst du? Warte mal. Wir fangen diesmal von hinten an, was ist denn oder so rum? Ja, nee, ja, du hättest auch einen Gummischleifler. Mit Stoffummantlung. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ist gleich mein PC. Ich glaube, mein PC ist es auch. Also gut. Ich werde mir mal irgendwann. Bei Hartplastik kannst du schon nicht biegen, oder? Nee. Nee. Also bei dem Wasserkühler, wie jetzt ein PC drin hat von Corsera, ist außenrum halt Stoffummantlung und innen drin müsste ein Gummischleifler sein. Normalerweise. Normal schon. Also es gibt's ja auch in so. Oh scheiße, ich heb den Ding an. Aber gut, bei dir wird's wahrscheinlich auch so Ablauf. Was ist denn jetzt hier vorne? So sein, oh, damit du hast einmal diesen. Was ist denn jetzt mit dem Ball los? Sag mal, was? Du wirst wahrscheinlich Flo. Hä? Du wirst wahrscheinlich die Pumpe ich und den da. Kühlkörper in einem haben. Da wurde dann bloß. Ja. Vier Schläuche brauchst du vom Prinzip her, oder nicht? Also ich habe im Prinzip oben zwei Lüfter. Dann gehen da zwei Schläuche runter auf den auf die CPU? Auf das Corsair Kühlungsaggregat über der CPU und dann war's es. Und da geht halt nur ein Stromkabel hin. Mehr nicht? Lol. LOL. Ja. Lololol. Mehr braucht sie nicht. Ja, mehr braucht sie echt nicht, ne, aber. Die meisten, die wo ich kenne, die sind so aufgebaut, dass die seinen Kühlkörper haben. Und in den Kühlkörper ist die Pumpe mit integriert. Und da laufen. Geht ein Schlauch zum Ding hin. Zu dem. Zu der CPU halt hin und dann ja. Ein weg und hinten rein und der andere vorne dann theoretisch. Okay. Bei dir wird er wahrscheinlich an der gleichen Seite reingehen und ihm zum Durchlauf durchgehen, oder? Ja, also bei mir der gleichen Seite rein und bei der gleichen auch wieder raus. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Aufgeräumt ist es halt. Ja. Aber ich glaube, dass da kein Unterschied sein sollte. Nee, normalerweise nicht. Weil entweder nimmt man halt die ganze Breite von dem Kühlkörper auf einmal oder zweimal die halbe. Hm. Weil zwei halbe dann auch haben wir von dem her. Oder nicht? Ja. Gut, wenn man ranzigen Kühlkörper hat. Kühlkörper hat, ist auch scheiße. Aber. Man könnte kritisch werden, ja. Was? Hm? Was hast du gemeint? Dann könnt's kritisch werden. Ja. Mit dem Ball zu weit geschoben. Oh nö. Egal.
Den drückt man wieder rüber. Oh, ich hänge an meiner Ballengabel. Ballengabel ist eigentlich eine Palettengabel. So. Ja. Zack. Oh, das ist viel angenehmer, wenn die ne, kühle, wenn die kühle Luft anbläst, Alter. So. Gut, das Problem ist, du wirst wahrscheinlich auch keine Kühlflüssigkeit, kein Wasser oder so drin haben, oder? Wo hier? Also in der Klimaanlage. Nee, weil aus dem ganz einfachen Grund, die steht eigentlich im Prinzip 20 Zentimeter daneben beim PC. Und wenn die jetzt da Feuchtigkeit raushaut, ist mit der Zeit, also auf die Dauer, ja, könnte kritisch werden. Ja, dann werden deine Augen auch, obwohl die blass von hinten bei dir, gell? Ja, rechts seitlich. Also die ist jetzt auf volle lass Power. Lass die auf die Augen zu oder eher seitlich dran? Rechts vorbei. Also sie zeigt auf dem Bildschirm meine Augen auch. Ja, dann könnte es vielleicht sein, dass deine Augen ausdrucken, was bei mir definitiv schon der Fall ist. Ich glaube, ich bin schon lange durchgefahren. Ne, bin ich nicht. Ne, also bei mir, also die letzten Tage, da muss also, heute mag ich gar nichts. Also klar, wenn ich mal mehr nach rechts gucke, als auf dem Bildschirm, wo die Aufnahme drauf läuft, oder OBS, dann merkst du schon, wenn ich jetzt gerade auf dem Hauptbildschirm gucke, dann nicht. Weil da zieht es eher dran vorbei. Und ich merke es einfach nicht so toll, das kann auch sein. Nur ein bisschen dort links. Kann auch sein, weil deiner kleiner ist, gell? Mhm. Ich habe so einen riesen Teil eigentlich. Ja, du hast halt einen ganz normalen Lüfter. Oder einen Ventilator. Ventilator? Ventilator, ja. Nee, ich habe Pro-Klima. Ha! Ja, gut, ein Pro-Klima, was steht bei mir überhaupt da drauf? Ja, da steht was, aber... Es ist Thema Pro. Arctic, was ist? Ah, nee. Also die Erfinder haben sich auch was einfallen lassen. Arctic Air. Sehr schön. Arktische Luft. Ich stell mal vor, bei mir steht Bruchklima drauf und bei dir Klima Pro. Jo. Zum Schluss einfach dasselbe Marke. Bloß dieselbe Marke, bloß anders benannt, weil das eine mit Wasser und das andere ohne läuft. Aber als richtige Klimaanlage kann man es eigentlich nicht bezeichnen, ne. Warum? Eine Klimaanlage ist ja erst wie zum Beispiel im Auto oder so drin ist. Wenn die Kühlflüssigkeit vorhanden ist, die wurde die Luft runterkühlt. Weil der bläst ja eigentlich nur die Luft, was im Raum ist, zu. Und dann meinst du halt, ja, es kommt ein bisschen windler und im Film ist es halt ein bisschen kühler. Aber im Prinzip, im Raum wird es nicht kühler. Ja. Aber bis ich mir eine Klimaanlage hole, wird es auf jeden Fall noch, muss schon mindestens 50 Grad in dem Zimmer haben, Alter. Weil die sind, soweit ich weiß, sauteuer. Mein Paar ist, ja, die sind sauteuer. Mein Paar ist am Überlegen, ob eine bestellt. Problem ist, wenn man im Herbst sagt, ja, wir bestellen eine Klimaanlage, dann bekommst du keine. Wenn du im Winter sagst, im Winter denkst du nicht dran, im Frühling denkst du auch nicht dran und im Sommer sind sie so ultra teuer. Aber als ob es im Herbst gar keine kriegst. Nee, weil dann die Lager alle leer sind. Achso, die sind alle ausverkauft. Ja, moin. Meistens, ja. Vor allem die letzten zwei Jahre wegen Corona auch. Boah, leer, ja, Alter. Du. Ich habe mich einmal wegen der Klimaanlage umgeschaut. Ich habe eine ganz, ganz kleine gefunden. Die ist... Boah, du, keine Ahnung. Kennst du doch diese... Hm? Von den IKEA-Regale? Ja. Ist da doch sicher diese Räume dazwischen. Mhm. Ich glaub, da war die ein Stücken kleiner als wie so ein Raum halt. Ja. Warte mal, was ich zahlen hätte müssen, nur für einen Teil. Oh, ich sag safe 500 Euro. Wenn's lang.
Ja, vielleicht ein bisschen weniger. 30 Euro Grund. Oha. Mit Versand halt. Du, ne? Sportlicher Preis. Schnapper. LOL. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Was denn? Man könnte sich richtig easy eigentlich die Klimaanlage selber bauen. Ja, eigentlich einfach nur eine aus dem alten Auto ausbauen, ne? Nee. Oder wie meinst du? Die brauchst du ja für Strom. Ein Ventilator. Also hinten dran, du musst ein bisschen baschen können. Du brauchst eigentlich bloß von dem alten PC die Wasserkühlung, den Kühlkörper. Ja. Dann musst du hinten an den Ventilator mit ein bisschen Luft eine neue Kühlscheibe, wie man das nennt, dran bauen. Und dann halt mit Kabelbindern dran machen. Dann kühlt es ja theoretisch auch richtig hart. So wie es klingt, theoretisch ja. Aber wie es dann in der Praxis funktioniert, weiß ich nicht. Aber das Problem ist, du musst halt dann mit einem Treiber schauen, damit damit der Kühlkörper richtig arbeitet, schon bei 10 Grad oder so. Damit er richtig runterkühlt. Weil sonst fängt er erst bei 50 Grad an und der bringt halt nichts. Mir wird schneller warm als mit der CPU. Der CPU, glaube ich, kommt bei 10 Grad. Bei 10 Grad. Bei 50 Grad, glaube ich, minimalen Schwitzen. Und dann kommt der Grafikkarte. Let's go 180 und es geht weiter. Ja. Ja, bei 180 gar nicht mehr so. Ja, jetzt. Im Normalbereich 110 sowas. Weit betrieben von mir, aber. Aber ja. Schaffen? Heiß ist es. Das schaffen wir easy, Alter. Ich hab's gewusst, wir schaffen es. Flo, weißt du, was mir auffällt? Ja, nee. Könntest du an deiner Grafikkarte die drei Ventilatoren runterschrauben? Die Wärmeleitpaste runterkratzen? Ja? Dann halt einfach eine Wasserkühlung drauf. Ja, gibt's auch. Ist aber, wenn du da zum Beispiel, wenn du die Grafikkarte in der Custom Wasserkühlung reinmachst, geht gut ins Geld, du. Was? Geht? Geht gut ins Geld. Geht? Ja. Aber gibt's ja auch so spezielle für die Ding halt. Für die Grafikkarte. Ja, eine Custom Wasserkühlung für Grafikkarte rein. Ja. Ja, aber brauchst du? Wirst du wahrscheinlich nicht brauchen. Nee, dafür sind die drei Lüfter, da ist er ein bisschen lauter, aber du, das filtert das alles raus, also man hört es nicht in die Aufnahme, mich persönlich stört es jetzt auch nicht. Ich habe Sätze da auf, da hört man sowieso nicht so. Gut, ich habe eine APU. Ich habe eine APU. Keine GPU, sondern eine APU. Ach so. Oh, dann steh mir. Du. Bei mir wird maximal der CPU-Lüfter laut. Das ja. Ist einer. Ich habe halt zwei. Nee, ich habe. Warte, weil wenn ich. Normalerweise, wenn ich jetzt so nur zum Beispiel im Blender beispielsweise drin bin oder Giants Editor oder irgendwas anderes bearbeite, Videos schneiden oder so weiter, immer ganz leise. Ich gehe in LS rein, dann starten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da starten 8 Lüfter auf Hochtouren. Das hört sich an, wie wenn Triebwerk startet, Alter. Ja. Alle 8 mit dir. Da vorher ist alles so ganz ruhig, bei der Grafikkarte läuft nur eine in der Mitte, vorne laufen alle 3 und oben auch nur alle 2, aber ganz normal. Dann gehe ich in den letzten und da geht das Ganze richtig los, Alter. Ich bin eine PS4-Spieler mit der lauten PS4. So kriege ich den da auch so gut rein? Und ich kann jetzt nichts gegen meine PS. Ja, ne? Gegen meine PS sagen, meine war eigentlich immer leise. Meine war nie wirklich laut eigentlich. Oh Scheiße. Oh nein. Was ist? Ich wollte eigentlich den Ball da irgendwie reinkriegen wie beim letzten Mal, aber das funktioniert nicht so. Wie ich mir das vorstelle.
Ja. Mir fällt so auf, ich habe ein Ding drin, wo alles zirkuliert da drin im PC, ne? Ein Lüfter? Ja, das ist der von der CPU. Die APU. Aber es reicht für 60 FPS in der Laser auf dem Acker. Ja. Ich weiß gar nicht, hörst du jetzt den Begrenzer da drin oder auch hoch? Was? Hörst du den? Ob du den Begrenzer anhast, 60, weil dann hältst, wenn bei dir jetzt 60 auf dem Acker steht, dann hältst du mindestens mehr auf jeden Fall. Also 60, glaube ich. Nee, glaube ich nicht wirklich. Ja doch, weil wenn er auf dem Acker bei 60 ein Anschlag ist, dann hat er immer mehr. Im Grundprinzip. Ist er abgestorben. Was ist der Johnny? Oder der PC? Captain. Achso. Wenn der PC abgestorben wäre, wäre es immer da. Ja. Bramlin mit FPS. Ich stelle es mal einfach auf. Nee, der packt nicht mehr als 60. Okay. Da haben sie einfach falsch eingegeben. Wenn dran steht Command Not Found, dann ja. Also halt Frame Limit FPS und dann Leertaste 70. Also ja. Alles klein bis auf das L und FPS. Ja. Oder? Ja, dann stimmt. Nee, mehr. Oh. Nee, mehr packt er nicht. Also das F klein, das L groß und FPS groß. Nee, das F klein, das Anfangs F. Frame. Ja, das F ist klein. Aber welches F dann groß? Gar keins. Und das L muss groß. Bei Limit. Ja, ja. Und FPS dann groß. Alles. Ja, ja. Na doch, die zwei packe ich jetzt dann noch drauf auf den Ballenwagen. Rinder, ja, geht. Aber Flo, mal ehrlich, dieser Unterschied von früher den PCs zu heute ist enorm. Wie meinst du, von der Leistung oder? Ja, das ist klar. Oh, für 35 ist fertig. Das ist aber auch an den Spielen. Die Grafikkarten werden besser, oder im Prinzip, das kommt oben am Geld kassiert. Geil. Ja, ich bin am Ackern und was macht Flo? Nee. Ball verladen. Nein. Nee, ich umfall. Scheiße, nee, war Spaß. Was? Nix, alles gut. Okay. Dann ist ich bin hier falsch, egal, ich fällt einfach mal hier lang. Jo. Aber liebe Leute, wir sind trotz dessen für die heutige Folge auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ich bin falsch. Ein Döpfchen wäre ein Tröpfchen, oder gar noch keinen Sinn. Und den runden Knopf drauf, falls ihr den digitalen Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge auf der App Store Heide immer das 19. zusammen mit dem Film. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.